Wir fahren nachts mit unserem Rettungswagen zu einer relativ guten Wohngegend, zu einem Einfamilienhaus. Dort war dann gemeldet, unklares Abdomen und ja, nichts näher bekannt. Wir kommen da auf jeden Fall an und unten an der Haustür erwartet uns schon ein junger Mann und sagt: Hi, guten Tag, ich habe Sie gerufen. Ja, worum geht's denn? Ja, es geht um meine Mutter. Okay, wo ist denn Ihre Mutter? Ja, Moment, sagt er, dazu muss ich Ihnen jetzt erstmal was sagen. Okay, was denn? Ja, meine Mutter, die lebt hier oben bei uns auf dem Dachboden, ne? Die ist schon ein bisschen älter und sie möchte das nicht so gerne, wenn Licht an ist. Ich sage, naja, wir müssen aber Licht anmachen, um sie zu untersuchen. Nein, und vehement hat er sich geweigert, dass wir denn Licht anmachen und sie sei lichtempfindlich und was nicht alles. Naja, gut. Wir haben dann gesagt, wir gehen erstmal gucken, was man in dem Moment ja macht. So, er ging vor, war so eine Holzwendeltreppe, wir gehen hinterher bis in den Dachboden. Desto höher man in dem Haus kam, desto komischer sah es aus, also so richtig runtergekommen, auch mit Tapeten von der Wand runter und so. Und schon gedacht, na, ist ja merkwürdig für diese Wohngegend hier. Naja, auf jeden Fall kommen wir oben an. Er klopft an so eine Holztür, macht die Tür auf. Ein beißender Gestank kommt uns aus dem Raum raus. Und wir hören dann da nur was jammern. Und dann sage ich so, jetzt machen wir hier mal Licht an. Nein, ich habe Ihnen das gesagt. Wir machen das hier ohne Licht und da ist auch gar keine Glühbirne drin. Ich sage, jetzt gehen Sie mal zur Seite. Drück auf den Lichtschalter. Wirklich, keine Glühbirne drin. Und denk, naja gut, geh rein in den Raum. Er war nicht komplett stockfinster. Man konnte so Umrisse erkennen. Da hinten war ein Bett, da lag jemand drin. So, hat sich im Bauch gehalten, das konnte man schon sehen. Und gehe rein und denke, was, das ist ja komisch, das fühlt sich ja hier so merkwürdig an. In dem Moment macht mein Kollege, weil der an seinem Schlüsselbund so eine kleine Taschenlampe hat, macht das Licht an. Ich gucke nach unten, ich dachte, was ist denn das? Ich hätte fast meinen Rucksack abgestellt. So, jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Der ganze Fußboden war vollgekotet. Nicht von Tieren, sondern von dieser Person, die da im Bett lag. Diese Frau, das hat sich nachher herausgestellt, die hatte so einen Blähbauch, ja, wie verrückt. Also das war nachher ein richtiges akutes Abdomen mit einer Obstipation, also richtig Verstopfung nachher gehabt. Und ist halt eben ewig nicht behandelt worden, lag wie ein Häufchen Elend dort in dem Bett. Wir haben dann nachher auch noch die Polizei mit an die Einsatzstelle gerufen. Ja, was war passiert? Ja, der Junge, der Vater von denen, ist vor kurzem erst dann verstorben. So, die Mutter, die war pflegebedürftig. Also hat er dann gedacht, Mensch, wenn Papi jetzt nicht mehr da ist, dann kann ich ja mit meiner Frau in das Haus einziehen und Mutti, die parken wir oben auf dem Dachboden. Und das haben die auch gemacht. Und dadurch, dass Mutti gar nicht mehr eigenständig war, da oben kein Handy, kein Internet, kein Telefon, nichts hatte, ja, lag sie eigentlich nur im Bett rum, konnte sich nur in diesem Raum dort bewegen. Es stellte sich später heraus, dass der Sohn dann von außen diese Tür abgeschlossen hat. Das heißt, die Dame, ja, die arme Dame, das muss man wirklich sagen, die musste dann dort ihre Notdurft vollrichten in diesem Zimmer. Ich habe keine Ahnung, über wie viele Monate das ging. Überall standen auch so Teller rum mit schimmeligen Essensresten und so weiter. Das heißt, die war theoretisch gesehen da oben in diesem Raum komplett gefangen genommen, ja, mit Wasser und Brot sozusagen, ja, wurde regelmäßig gefüttert und das war's. Sie konnte nicht zur Toilette gehen, sie konnte keine Körperwäsche, nichts durchführen. Ihr könnt euch vorstellen, wie das da gestunken hat. An den Fenstern waren die Fenstergriffe ab. Deswegen war auch das Fenster nicht auf und das hat da so gestunken. Die Heizung lief auf volle Pulle. Und wir haben diese arme Frau dann erstmal ins Krankenhaus gebracht, wo sie dann tatsächlich auch aufgepeppt wurde. Also eine Woche später lag sie immer noch in dem Krankenhaus. Ich hatte mich mal nach ihr erkundigt. Da ging es ihr tatsächlich auch schon wirklich viel besser. Und ja, was dem Sohn da nachher geblüht hat, das kann ich euch nicht sagen. Aber, liebe Leute, wenn ihr zu einem Einsatzort gerufen werdet und da sagt schon einer irgendwie, lasst da das Licht aus oder euch kommt irgendetwas komisch vor, ja, denn verzichtet nicht darauf, die Polizei vielleicht doch ein bisschen rechtzeitiger nachzufordern, weil es könnte auch mal sein, dass die Stimmung wirklich umkippt und ihr nachher Opfer werdet, damit solche Zustände nicht rauskommen.